Und hallo lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir hier The Elder Scrolls Skyrim. Ja, viele kennen es die Elder Scrolls Reihe. Und ja, das vorletzte Spiel war Oblivion. Und ja, und wir spielen hier Skyrim. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir das Spiel. Und die Schriftrollen erzählen von Dunkelschwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wann Brust zwinst und zum Kriege führt. Aladdin, Königsgeißel, wird befreit. Schatten der Vergangenheit zu Hunger. Die Macht des Schattensteins macht sich einmal am Tag unsichtbar. Schön zu wissen. Aber unsere Brüder, die Dwemer, verhöhnen die Deadra, machen sich lustig über unser Ritual und bevorzugen ihre Götter der Logik und Vernunft. Wie weg. Hier kann ich noch den Drachen drehen. Die Falmer sind niedrige, trächtige, böse Geschöpfe, die tief unter Erdböden Himmelsrands hausen. Es wird nur an einem einzigen Verlangen getrieben, die oberflächliche Welt und sämtliche die Bewohner vernichten. Ja. Warum braucht es jetzt so lange zum Laden? Ich würde jetzt mal sagen, ein kurzer Cut. Und ja. Ich musste nur schnell raus und wieder rein. Und jetzt lasst ihr euch den Intro sehen. Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Hohenstatt. Ich komme aus Hohenstatt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Oh. Macha, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen.
wette, Sie hatten dabei Ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogen schützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet, ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Und ja, Entschuldigung, dass ihr schnell etwas gehört habt. Das war mein iPad. Und ja, und jetzt hier können wir unser Charakter stellen. Ja, was wollen wir denn sein? Ich will irgendwie den Kai Cheat sein, aber ich habe ihn schon immer gespielt, den Kai Cheat. Ich finde ihn einfach so putzig. So. Er ist eine Katze. Ich liebe Katzen. Ach, ich komme schon. Wir nehmen diesmal Nord. Und ja, so. Geschlecht. Ja, ich nehme mal weiblich. Nein, ich nehme männlich. Vorgaben. Das sieht echt gut aus. Hautfarbe ein bisschen runter, so Gewicht. Nee. So Kopf. Schmutzfarben, ja. Etwa so Narben. Ja, wir sind ja wissen, dass wir ein stolzer Krieger sind und dass wir sehr viele Kämpfe durch hatten. Kriegsbemalung. Sieht cool aus. Ich nehme den. Farbe der Bemalung. Gesicht, Nasenart. Komm, nimm die erste Nasenhöhe. Ja, und mit Nasenlänge, ja. Komm, so Kiefer, ja. Augenfarbe.
Da mal blind, ja, sieht ein bisschen doof aus. Schwarz, wir sind ein Alien. Rote Augen. Nehmen wir die braunen Mundform. Ich kann so einen braunen Ort. Wir sind ernst. Augen vor. Die haben mir gefallen. Die hier. Mundhaare. Was nehmen wir denn für eine Frisur? Mal ganz von hinten davon. Nee, ein Mensch will mir auch nicht sein. Nee. Lange Haare oder was? Wie das? Ach, nehme ich das. Ein Bart. Was mit glatten Franzose hier? Nee. Ohne Bart? Ja. Haarfarbe. Ich nehme so ein Braun hier. Ja, fertig werde ich. Wie wollen wir benennen? Ich benenne mal Hall. Oh, Entschuldigung. Ich benenne mal als. Darby würde ich nicht benennen, weil das ist kein Name. Komm, ich benenne mal, Janusz. Nehmen wir ihn ja noch. Ein schöner Name. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Tja. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Tja, ich hab gerade meinen Charakter erstellt, Junge. Ich habe erstmal Charakter stellen und schon muss ich sterben. Mensch. Sind die streng. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Mhm. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Oh mein Gott. Willst du bald zusehen? Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Wenn ihr nicht zusehen wollt, dann macht, wenn ich sage, die Augen zu. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Und dann gehen wir jetzt Augen zu. Ihr kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! So, wenn ihr wollt, könnt ihr sie jetzt wieder aufmachen.
Es sind dann einfach nur ein Mann mit einem Kopf. Ohne Kopf. Salumta Nord, ihr seid dran. Nee. Was ist das? Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Aber du weißt schon, was das ist, oder? Bist du dir ganz sicher, dass ich hier jetzt gehen muss? Pferd, hilf mir. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! Den Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? Wir müssen abhauen, jetzt! Wir müssen abhauen! Hey, Stammesbrüder, hoch mit euch! Kommt schon, die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren. Hier entlang! Ab in die Festung! Ja, Ulfric, was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß natürlich, was passiert hier. Ich habe mir schon ein bisschen vorgespielt. So. Wow. Ich weiß natürlich, was passiert, woher der Drache kam. Ja, das erzähle ich dann nachher. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Okay. Ja. So. Los. Tapfer Junge, das macht ihr sehr gut. Tore, das ist recht so. Macht mir Spaß. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Okay. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Tja, wenn du gerade über den Jungen aufsteigst, dann ist ja auch nicht gut. Los, beweg dich, Liebe. Bevor der Drache mich wieder anspuckt. Bleibt nah bei der Wand. Okay, ich kann die Grafik nicht hochschalten, sonst verreckt mein PC. Los, beweg dich. Los. Hört ihr diese Stimme? Jetzt sind es nur noch wir beide Gefangene. Bin ich jetzt gestorben? Mein Gott, was war das? Da bist du. Ja, mein Controller vibriert wie verrückt. Verdammter Verräter! Aus dem Weg! Wir fliehen, Hartmann! Diesmal haltet ihr uns nicht auf! Schön! Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarde! Los, in die Festung! Mit mir, Gefangener! Gehen wir! Nee. Ich will flüchten. Nicht mit euch Idioten dort gehen. Das muss ja hier mal wieder laden. Wenn es zu lange geht, mache ich dann wieder mal eine Pause. Oder ich mache jetzt eine Pause. Bis dann.